Weiter. Oh, und nun? Du stehst mir im Weg, geh beiseite. Dann kann ich ihn noch kriegen. Im Weg? Er hat uns nur besiegt, weil du so lahm bist. Gib nicht mir die Schuld. Was? Du wagst es, mir ja noch einmal ein Knochengesicht zu sagen. Nochmal gedöns irgendwas. Lahm. Lahm, 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 lahm. Halt endlich deine Klappe! Grrr, schau nicht so blöd. Einst war ich der beste Krieger in ganz Ikana. Der beste Krieger in ganz Ikana? Du? Lahm. Zieh deine Waffe! Was? Ich sagte, zieh deine Waffe! Wie? Hört ihr wohl auf, ihr Narren? Habt ihr denn gar nichts verstanden? Das Königreich ist zerstört und wir sind. Ist es nicht ein Jammer, dass solche Streitigkeiten wie die eure der Grund dafür sind? Aufgelöst. Vertraut in Freunde und der Glaube an das Vergeben von Fehlern. Diese Gefühle sind aus der Herzen verschwunden. Bla bla blub blub bli bla klar. Es geschah alles, nachdem ich die Felsentür aufgestoßen hatte, gedöns. Du, der du das Licht in Dunkel gebracht hast. Ich bin der König des Reiches Ignus, du Ikana? Hä? Okay. Der Zauber, der uns gefangen hielt, wurde durch das Licht, das dich beschützte, aufgehoben. Doch um das Land wieder mit Licht zu überfluten, musst du die Türen des Felsturms bis Endsieger versiegeln, gedüselt, gebla, bliblub, bla. Ich kann nicht lesen. Doch der Felsturm ist eine uneinnehmbare Festung. Hunderte von Soldaten meines Reiches wären nicht in der Lage, ihn zu stürzen. Zu stürmen war es, glaube ich. Für einen allein ist diese Herausforderung zu waghalsig. Daher soll dich ein Soldat begleiten, in dessen Brust kein Herz schlägt. Einer, der in der Dunkelheit nichts sagt. Ich mag das Lied irgendwie. Hey, ich wollte es extra so schön machen wie da. Deswegen mach es jetzt auch nochmal so schön. Habt auch nach oben gedrückt. Darf ich? Hallo, Gamepad. Darf ich? Oder möchtest du wieder? So. So. Und mal gucken, was das für eine Melodie ist. Das müsste, glaube ich, die letzte sogar sein. Energie der Leeren. Okay. Das Ding macht mir Angst. Energie des leeren Herzens. Ah, ich glaube, ich verstehe. Aber ich dachte, ich kriege hier die Lichtpfeile. Grinst nicht so scheiße. Ist hier noch irgendwas? Eventuell ein Herzteil oder so? Würde mich ja freuen, irgendwie.
Nö, scheinbar nicht. Okay. Haben ein neues Lied gelernt. Ich glaube, das war sogar das letzte Lied, oder? Yep, das war es. Jetzt kommen wir auch endlich weiter. Geh weg, du hast Mundgeruch. So. Habe ich kein Licht. Okay. Das heißt, ich muss über den Brunnen zurück. Das heißt, Link wird sich jetzt hier gleich nochmal die Beine brechen. Auch wenn das nicht Pro war, also es war auch nicht gewollt, aber wäre es gewollt gewesen, wäre es Pro gewesen. Mit elegantem Sprung. Au. So, dann haben wir jetzt hier eigentlich so ziemlich alles, was wir brauchen, um in diesen einen Tempel da zu gehen, denke ich mal, ne? Wir haben das letzte Lied gelernt und dieses Lied ist natürlich ausschlaggebend dafür, weil wir jetzt auf diese Statuen da uns stellen können, auf diese Fußplatten da und gleichzeitig weggehen können. Soll heißen, wir hinterlassen einfach ein kleines Püppchen da. Und dann hat sich die Sache. Irgendwie fehlt mir das Licht gerade. Ja, Grafikbug, FTW. Völlige Dunkelheit, klar. Wenn ihr diese Folge hier sehen würdet, tun, habe ich schon etwas Tolles für den Schluss vorbereitet, dieses Let's Plays. Ihr könnt euch schon mal freuen drauf. Das ist auf jeden Fall echt mal was Schönes. Was steht da? Da ist die Statue. So, ich glaube, hier ging es lang. Natürlich, ich bin 5 Kilometer entfernt und sie fangen an zu schreien. Schaffe ich das mit Hasenohren eigentlich? Auch ohne schaffe ich das, okay. Kannst du mal coole Jumps machen, anstatt die normalen? So, wir stellen uns hier rauf. Was uns was bringt? Ich komme nicht zurück. So, ich habe das Lied vor 3 Sekunden gespielt, gefühlt. Und ich habe es vergessen. Wollen wir wetten? Nein. 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 Okay. Natürlich wollte ich das so spielen. Hätte ich auch gleich unter Items hier den mal ausrüsten können, ne? Ach Quatsch, was tue ich da? Arge. Wo habe ich das eigentlich? Sag mal, arge. Aber irgendwo hatte ich das mir mal geklaut. Ich bin YouTuber, ich muss klauen. Ah. Natürlich war das genau so gewollt. Was tue ich da? Ach. Hehehe. Das habe ich ja glatt vergessen. Ja, es kommt die Sequenz 5-mal.
Nein. Eigentlich ist das ja gar nicht schwer. Tak, 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 tak. Tak, tak. Ihr seht ja alle so einladend aus, ganz ehrlich. Geben wir uns jetzt mal die Sora-Maske und machen das gleiche nochmal. Gucken, wie du aussiehst, du Nebelkrähe. Bestimmt auch nicht viel besser. Also ich meine, ihr seht ja alle sehr einladend aus. Ja, also, okay. Nein. So, jetzt habe ich zum ersten Mal auf den Controller geguckt, wenn ich ein Lied spiele. Hier verändert sich jetzt nichts, weil ich ja hier die Statuen jetzt alle umpositionieren muss. Denke ich mal. Habe ich doch beim ersten Mal auch gespielt. Ja, und dann habe ich jetzt noch den Goronisch, den ich jetzt aber gerade nicht ausrüsten kann. Ich bin strunzdoof, ganz ehrlich. So. Das war genauso schlau. Gott, lass hinregnen, ganz ehrlich. Herzlichen Glückwunsch, jetzt habe ich meine Figur von... dort nach dort bewegt. Was mache ich da? Ganz ehrlich, knüppelt mich dafür. Haha! So. Die Animation passt überhaupt nicht. Er trommelt da rum und da kommt kein Ton raus. Schon merkwürdig, in sich zu stehen. Da oben muss ich hin. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen muss. Darüber komme ich nicht.
Hör auf damit. Du hast eh keine Chance. Thank you.